Herr Leitner, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Wintersaison? Also, gestartet sind wir Gott sei Dank, dass wir gekannt haben, starten. Der Dezember ist sehr gut verlaufen. Wahrscheinlich der beste Dezember überhaupt. Dann ist es logischerweise mit dem Deutschland, weil sie Italien als Risikogebiet eingestuft haben, ist mit dem Neujahr. Seit ein paar Gäste sind sie auch können, aber eigentlich die erste Woche im Januar war auch sehr, sehr gut. Und jetzt, logischerweise, jetzt spüren wir es schon. Also, wir sind in ein Loch, was es früher mal gemacht hat, ist dieses Jahr wieder reingetreten. Was meint die letzten Jahre nicht mehr kaputt. Das heißt, in den letzten Jahren waren auch viele Jugend- und Schulgruppen hier in Pfalz. Die bleiben dieses Jahr wahrscheinlich aus. Das ist genau in dieser Zeit, sind die Jugendgruppen gekommen und die sind total aus. Die kommen zu 100% nicht mehr. Was erwarten Sie sich von der restlichen Wintersaison oder wie schaut es jetzt in Zukunft noch aus? Also wir sind sehr zuversichtlich, wenn die Fallzahlen jetzt noch schlimmer werden, aber wahrscheinlich werden sie sicher abflauten. Also schon die nächste Woche, was wir von den Hotels gehört haben, ist die Buchung sehr viel besser. Und der Februar dürfte eigentlich normalerweise ganz gut werden. März auch. Wie schaut für Sie die erste Bilanz nach den Weihnachtsfeiertagen aus? Also ich muss sagen, wir haben heute Weihnachten überrascht. Ganz gut gearbeitet, fast unerwartet, hat man nie gedacht, dass das so ist mit der ganzen Situation, was man gehört hat, wie es sein wird. Eher ein bisschen schwarz gesehen, war aber wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt bis Kinning und jetzt natürlich haben wir das typische Jännerloch. Und jetzt muss man schauen, mal 10 Tage, 14 Tage wird wenig sein, sehr viel weniger. Und dann hoffen wir, dass es so langsam anholt, die Deutschen ein bisschen so und so andere. Und vielleicht gibt es auch den, dass ein Traumwetter oben, dass er ein bisschen spontan buchen kann. Dann werden wir die Zeit schon. Das heißt, Dezember war top, Jänner flop. Ja, das typische Jännerloch ist eigentlich generell allem wenig. Und vorher vielleicht ein bisschen mehr, extrem wenig, schätzen wir mal jetzt, denken wir mal. Aber jetzt schauen wir, was wir durch das Thema so top Wetter ist, einfach das gut überbrücken und dass dann auch wieder anlaufen. Was erwartet man sich jetzt noch im Rest der Wintersaison? Also, wenn es nicht ganz so schlimm kommt, wie es jetzt alle prophezeien, dann denken wir, werden wir auch jetzt bis Fasching gut arbeiten oder relativ gut arbeiten. Und Ostern ist natürlich die typische Osterzeit. Die typische Osterzeit mit ein weniger Leid, aber werden wir auch schon hinkriegen. Froh, dass die Wintersaison wieder läuft. Ja, auf alle Fälle. Ja. Wie sieht die Bilanz aus jetzt nach dem ersten Höhepunkt dieser Wintersaison? Bis jetzt ist die Saison sehr zufriedenstellend verlaufen. Wir haben auch diesen Winter Gott sei Dank wieder sehr gut Saisonsbässe verkauft und die Einheimischen haben uns die Treue gehalten. Und das freut uns natürlich auch, dass auch sehr, sehr viele Kinder wieder Saisonskarten gekauft haben, dass sozusagen auch der Nachwuchs weiterhin gesichert ist. Gästetechnisch war es bis zum 10. Januar sehr, sehr gut. Und jetzt natürlich im Januar ist es ein bisschen ruhiger geworden im Verhältnis zu anderen Jahren. Wir sind jetzt ungefähr, muss man sagen, in den Januarwochen schätzungsweise bei 30-40% von einer normalen Wintersaison. Hat auch damit zu tun, dass wir im Skigebiet Bad Jubtal in den drei Januarwochen vor allem stark auch mit Jugendgruppen arbeiten und Jugendgruppen leider Gottes dieses Jahr fast zu 100% ausfallen. Hat man gespürt, dass jetzt nach dem ausgefallenen Winter im vergangenen Jahr die Leute einfach wieder was tun und machen wollten in Hinsicht der Wintersportart? Ich glaube, wenn man vor allem die Situation der Einheimischen hernimmt, hat man schon gesehen, dass man, also wir haben wieder über 8000 Saisonskarten verkauft. Vor zwei Jahren waren es ungefähr 8800. Das heißt, wir haben eigentlich fast dieselben Zahlen erreicht wie vor zwei Jahren. Und man merkt schon, dass vor allem bei den Einheimischen die Stimmung sehr, sehr gut ist und sehr, sehr gut war. Und dementsprechend natürlich auch bei den Gästen die Stimmung sehr, sehr gut war. Und die Hotels bis zum 10. Januar auch eine relativ gute Auslastung gehabt haben. Jetzt nach dem bisschen schwächeren Jänner, was erwartet man sich für den Rest der Wintersaison ab Februar? Wir sind natürlich momentan in ein bisschen ungewisser Zeit, weil man ein bisschen schauen muss, wie jetzt auch das ganze Infektionsgeschehen weiterläuft. Nichtsdestotrotz hoffen wir schon, dass jetzt die Omikron-Welle, die was uns ja momentan alle sehr, sehr stark beschäftigt, doch relativ rasch wieder vorübergeht und dass wir dann in drei, vier Wochen, wenn die Ferienzeit vor allem in unserem wichtigsten Markt in Deutschland wieder beginnt, dass wir bis dahin wieder die Situation ein bisschen beruhigt haben und wir dann auch wieder relativ gut anziehen und dann noch eine recht zufriedenstellende Wintersaison erleben dürfen.